بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ثم أما بعد، Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Meine sehr verehrten Geschwister, wir wollen heute insha'Allah ta'ala unsere Tafsir-Reihe jetzt weiterführen, nachdem wir jetzt ein paar Wochen Pause hatten und auch andere Themen behandelt hatten. Letzte Woche haben wir uns mit einigen einleitenden Themen beschäftigt gehabt zum Tafsir. Und wir haben nochmal erklärt, was ist eigentlich Tafsir, was gibt es noch für Begriffe, welche Arten von Tafsir gibt es. Und vielleicht nochmal hier, um das ins Gedächtnis zu rufen. Was gibt es denn noch für Begriffe, die verwendet werden für Tafsir? Wir haben noch einen weiteren Begriff genannt gehabt, der von einigen Gelehrten verwendet wurde. Ta'wil, richtig. Ta'wil. Wir haben Tafsir und Ta'wil. Ich bitte die Schwestern, barakallahu fikum, alle auf diese Seite zu kommen, damit der Ausgang dort frei ist für die Brüder. Und wenn die Schwester da fertig ist mit dem Gebet, vielleicht dann auch diese, wir nennen nur diese, was? Trennwände, vielleicht zu nehmen, damit, weil es immer wieder Beschwerden gab, dass einfach inshallah ta'ala dann auch vielleicht dann der Gang frei ist und die Schwestern auch in Ruhe sitzen können und die Brüder aber auch gleichzeitig in Ruhe raus können, wenn sie raus wollen, inshallah. Barak auf jeden Fall, ich kann eine verantwortliche Schwester das dann machen, diese Trennwände nehmen oder zwei von diesen Trennwänden und dorthin tun, inshallah, damit das dann auch der Ausgang für die Brüder dann getrennt ist. Jazakumullahu khair. Wir haben also die Begriffe Tafsir und Ta'wil. Wir haben uns auch mit drei Schulen des Tafsir beschäftigt gehabt, die durch die Sahaba gegründet wurden. Wir haben die mekkanische Schule, wir haben die medinensische Schule und wir haben die irakische Schule. Wer ist der Anführer der mekkanischen Schule? Schwestern, wer ist der Anführer der mekkanischen Schule? Abdullah ibn Abbas, barakallahu fi. Abdullah ibn Abbas, jazakumullahu khair. Wer ist der Anführer der irakischen Schule? Der irakischen Schule. Welcher Sahabi? Abdullah ibn Mas'ud, jazakumullahu khair. Und wer ist der Anführer der medinensischen Schule? Ubay ibn Ka'b. Also ich habe es euch versprochen, ihr werdet das vergessen, wenn ihr jetzt nicht aufschreiben werdet. Diejenigen, die aufgeschrieben haben, die konnten jetzt antworten, diejenigen, die nicht mitgeschrieben haben, die konnten nicht antworten. Dann, welche drei Arten von Tafsir gibt es oder haben wir kennengelernt zumindest? Die drei wichtigsten Arten von Tafsir. Tafsir al-Ra'i. Was heißt das? Tafsir der Meinung. Der Meinung. Das heißt, ich schütze mich nicht auf ausschließlich. Oh, Salam alaikum, Sheikh. Tafsir, ich muss mal kennen. Lala, Tal. Sheikh Abdulaziz. Das heißt, ich stütze mich nicht ausschließlich nur auf Überlieferungen, sondern ich versuche auch nochmal selbst sozusagen die Worte zu interpretieren im Kontext der Überlieferung, dann ist es in Ordnung. Wenn nicht, wenn komplett losgelöst von Überlieferungen und wo ich Sachen hineininterpretiere, die dort nicht stehen und die dem eigentlichen Text widersprechen, ist es dann nicht in Ordnung. Tamam. Und dann zwei andere Arten. Nein, das ist jetzt Ta'wil. Das ist eine Bedeutung von Ta'wil. Es gibt noch zwei weitere Arten von Tafsir. Schwestern, die Brüder haben alles beantwortet. Was ist los mit euch? Schwestern schreiben doch normalerweise so gerne. Was gibt es noch für zwei Arten von Tafsir? Wir haben Tafsir al-Ra'i. Dann?
Nummer zwei. التفسير بالمأثور. التفسير mit den Überlieferungen. Nenn mir mal den wichtigsten Tafsir al-Ma'thur und den bekanntesten. Durch den Koran selbst. Nein, den wichtigsten. Mufassir, der Tafsir al-Ma'thur geschrieben hat. Tabari. Tabari, richtig. Und dann Nummer drei. التفسير بالإشارة. التفسير بالإشارة. Was heißt das? Ja, übersetzt Hinweise. Das heißt, ich sozusagen versuche dann in meinen Tafsir auch Dinge mit einzubringen, welche vielleicht nicht direkt aus dem Vers zu entnehmen sind, aber worauf der Vers hinweist. Eine Form von symbolisches Tafsir. Tamam? So, dann haben wir das nochmal, inshallah ta'ala, wiederholt. Bi'iznillahi azza wa jalla. Wir wollen heute, insha'Allah ta'ala, weitermachen mit der letzten Sura des dritten Juz. Wir fangen immer von hinten an. Mit der letzten Sura des dritten Juz. Oder eigentlich ist es der 28. Juz, wenn wir das jetzt sozusagen in der richtigen Reihenfolge betrachten. Wir hatten den 30. Juz, Juz Amma. Wir hatten den 29. Juz, Juz Tabarak. Und jetzt kommen wir zum 27, zum 28. Juz, wie heißt der? Qad Sami'a. Juz Qad Sami'a. Weil die erste Sura beginnt mit den Worten in diesem Juz. Qad Sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha. Ja, Sura al-Mujadala. Und die letzte Sura in diesem Juz ist die Sura al-Tahrim. Die Sura al-Tahrim. Und wir wollen uns heute, insha'Allah, zunächst einmal mit einer kleinen Einleitung beschäftigen und uns auf die ersten beiden Ayat beschränken, insha'Allah. Weil wir nächste Woche, insha'Allah, uns mit auch einer Überlieferung beschäftigen werden, schauen werden, wie authentisch diese Überlieferung ist und ob man sich auf sie stützen kann oder ob man sich nicht auf sie stützen kann und wie sie dann überhaupt zu verstehen ist. Ich werde nachher kurz erwähnen, welche Überlieferung das ist, insha'Allah ta'ala, weil es sich hierbei um eine durchaus ja, umstrittene Thematik handelt. Eine umstrittene Thematik handelt, die wir in unserer heutigen Zeit, aus unserer heutigen Perspektive nicht richtig einordnen und richtig verstehen können. Ich werde darauf nachher nochmal kurz eingehen, insha'Allah ta'ala, bevor wir nächste Woche dann ins Detail gehen werden, bi'iznillahi azza wa jalla. Und Sura al-Tahrim ist die Sura Nummer 66 und es handelt sich um eine Sura, wo es vorwiegend um erst einmal eine Thematik geht, die den Propheten sallallahu alaihi wasallam privat betrifft. Und zwar in seiner Beziehung zu seinen Ehefrauen. Dann geht die Sura auch darauf ein, dass man seine Familie vor dem Höllenfeuer retten muss, allgemein. Also allgemein, dass man sich um seine Familie kümmern muss, indem man seine Familie richtig erzieht. Und indem man versucht, die Familie zu Allah zu führen, damit sie geschützt ist vor dem Höllenfeuer. Also sie beginnt mit einer Aufforderung an den Propheten sallallahu alaihi wa sallam, die ersten Verse. Dann kommt eine Aufforderung allgemein an die Gläubigen. Und dann zum Ende hin geht diese Sura auf ein Gleichnis ein. Und zwar von gläubigen Menschen und ungläubigen Menschen. Aber diesmal in einer anderen Form, und zwar anhand von jeweils zwei Frauen. Zwei gläubigen Frauen und zwei ungläubigen Frauen. Also in dieser Sura geht es explizit um Ehefrauen. Die Ehefrauen des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Dann allgemein die Ehefrauen von gläubigen Männern. Und dann nochmal allgemein ein Gleichnis von gläubigen Frauen und von ungläubigen Frauen. Sehr, sehr interessant, diese Sura. Und diese Sura, sie ist nach den meisten Gelehrten eine rein medinensische Sura. Und das macht auch Sinn,
weil der Prophet sallallahu alaihi wa sallam seine Frauen, zumindest diese Frauen, erst auch in Medina geheiratet hat. Also es macht keinen Sinn, dass es eine mekkanische Sura ist, weil die Thematik sich ganz klar wo abspielt, sich ganz klar in Medina abspielt. Es gibt trotzdem einige Gelehrte, die, ich weiß nicht genau, wie sie das begründet haben, gesagt haben, dass einige Ayat aus dieser Sura mekkanisch sein sollen, aber eigentlich deutet alles darauf hin, dass auch die mehrheitliche Meinung unter den Gelehrten, dass es sich bei dieser Sura um eine rein medinensische Sura handelt. Das heißt, um eine Sura, welche nach der Hijra unseres geliebten Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam offenbart wurde und nicht vor der Hijra unseres Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Diese Sura, sie trägt den Namen At-Tahrim. In einigen Werken finden wir auch einfach die Worte Lima tuharrim, wieso verbietest du? Wieso verbietest du? Aber bekannt ist sie heutzutage unter dem Namen At-Tahrim. Was bedeutet denn das Wort At-Tahrim? Was heißt denn Tahrim? Ja. Etwas verbieten oder für verboten? Ja, genau. Etwas verbieten oder für verboten erklären. Absolut korrekt. Und genau damit beginnt auch diese Sura. Das heißt, diese Sura beginnt genau mit einer rhetorischen Frage. Warum denn der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sich selbst etwas verbietet, was Allah subhanahu wa ta'ala für erlaubt erklärt hat? Und zwar, um seine Frauen zufriedenzustellen, seine Ehefrauen zufriedenzustellen. Wir werden gleich auf den Offenbarungsgrund bezüglich dieser ersten Ayat eingehen, insha'Allah ta'ala. Schauen wir uns mal an, insha'Allah, wie Allah subhanahu wa ta'ala nun diese Sura eröffnet. Und zwar sagt Allah azza wa jal folgendes: Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardat azwajik wallahu ghafurur rahim. O Prophet, warum verbietest du, was Allah dir erlaubt hat? Indem du danach trachtest, die Zufriedenheit deiner Gattinnen zu erlangen. Und Allah ist allvergebend und barmherzig. Gut. Bevor wir insha'Allah ta'ala auf die Ayah selbst eingehen, sollten wir uns zunächst erst einmal mit dem authentisch überlieferten Offenbarungsgrund beschäftigen. Es wird überliefert, und das ist eine Überlieferung, die wir in Sahih al-Bukhari und Sahih Muslim finden, von Aisha radiallahu anha, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam immer dann, wenn er bei Zainab bint Jahsh, seiner Ehefrau Zainab bint Jahsh, gelebt hat, dort auch von ihr Honig bekommen hat, den er dann konsumiert hat, den er dann aß. Auf Arabisch sagt man Yashrab, also man trinkt Honig. Auf Deutsch würde man sagen, man isst Honig. Und Aisha hat sich dann mit Hafsa, der ebenfalls sozusagen die Tochter von Umar ibn Khattab, ebenfalls eine Frau unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam, zusammengetan. Und sie haben gesagt, jedes Mal, wenn der Prophet sallallahu alaihi wa sallam zu uns kommt, nachdem er bei Zainab war, sagen wir ihm, O Gesandter Allahs, wir vernehmen von dir den Geruch von Maghafir. Maghafir ist irgendwie so eine Art, auch irgendwie eine dickflüssige Flüssigkeit, die man zu sich nimmt, so ein bisschen klebrig, ich weiß nicht genau, was das auf Deutsch ist, und die aber einen üblen Geruch hat und die einen üblen Mundgeruch verursacht. Und sie haben dann ausgemacht und gesagt, O Gesandter Allahs, ja, dass sie jedes Mal, wenn der Prophet dann zu ihnen kommt, nachdem er bei Zainab bint Jahsh gewesen war, dann sie sagen, wir vernehmen von dir einen üblen Geruch. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam ging dann zu einer von ihnen und sie sagte zu ihm, ja, O Gesandter Allahs, du hast einen üblen Mundgeruch. Woraufhin dann der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sich wunderte und sagte, ich habe eigentlich nur Honig zu mir genommen, also das ist eigentlich was Gutes. Und als er dann bei der anderen war, Hafsa, sagte sie dasselbe zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Woraufhin der Prophet sallallahu alaihi wa sallam auch wieder sagte, nein, ich habe nur Honig gegessen bei Zainab bint Jahsh.
Und dann hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam geschworen, er würde nie wieder Honig zu sich nehmen, weil er Angst hatte, dass er dadurch diesen üblen Mundgeruch bekommt. Woraufhin Allah subhanahu wa ta'ala dann diese Ayah und die darauf folgenden Ayat herabgesandt haben soll. Okay, diese Geschichte ist erst einmal sehr interessant. Und aus dieser Geschichte können wir auch sehr viele Lehren ziehen. Eine Lehre ist, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er war ein Mensch gewesen, der auf sein Äußeres und auch seinen Körpergeruch und den Geruch seines Mundes sehr, sehr großen Wert gelegt hat. Salawatu Rabbi wa salamu alayhi. Man könnte denken, dass ein Prophet eher jemand ist, der sich nicht so sehr um seine Körperhygiene kümmert. Und so hat man sich auch häufig in vielen Kulturen Menschen vorgestellt, die asketisch gelebt haben. Das war im Übrigen in der christlichen Kultur sehr üblich, dass Leute, um ihre Frömmigkeit zu zeigen, sich jahrelang, sogar ihr Leben lang nicht gewaschen haben. Es gab wirklich Mönche, die sich nie gewaschen haben, um somit ihre Frömmigkeit zum Ausdruck zu bringen. Ich weiß nicht, in Indien und so gibt es, glaube ich, das auch, oder? Ich weiß nicht, du kennst dich damit besser aus, also aus dieser Region kommst du ja. Da gibt es ja auch Leute, die sozusagen... Sannasis heißen sie? Ja, die waschen sich nicht, oder wie? Möge Allah uns bewahren, ja Rabbil Alamin. Um damit, sage ich mal, zum Ausdruck zu bringen, dass sie besonders fromm sind oder rechtschaffen sind, wie auch immer. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, subhanallah, er hat uns genau das Gegenteil gelehrt. Er war der Gottesfürchtigste unter den Gottesfürchtigen. Er war derjenige, der die meiste Ehrfurcht gegenüber Allah hatte. Aber unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er war jemand gewesen, der auch auf seine Körperhygiene und sein Äußerliches sehr großen Wert gelegt hat. Und uns aufgezeigt hat, sallallahu alaihi wa sallam, dass das eine dem anderen überhaupt nicht widerspricht. Ganz im Gegenteil, es handelt sich hierbei um ein göttliches Gebot. Und die zweite Offenbarung, die der Prophet sallallahu alaihi wa sallam erhielt, beinhaltet genau dieses Gebot. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ. Und reinige dein Gewand, subhanallah. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er verabscheute es, wenn jemand in die Moschee kam und davor Zwiebeln oder Knoblauch gegessen hat. Und er sagte auch den Leuten, dass sie das nicht tun sollen. Dass jemand, der Zwiebeln oder Knoblauch isst, die Gemeinschaft meiden soll, weil er damit anderen schadet. Heutzutage ganz normal. Heutzutage essen die Leute irgendwas extrem viele Zwiebeln und weiß ich nicht, was für Soßen mit Knoblauch etc. und kommen dann in die Moschee, stellen sich in die Gemeinschaft und dann geht's los mit dem Rülpsen, ja, und dem Aufstoßen. Ja, und derjenige, der daneben steht, der kann nicht mehr beten, ja, weil er fast umkippt. Ja. Leider, ja, das ist die Realität. Subhanallah, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, ja, er hat uns genau das Gegenteil gelehrt. Er ist mit der Religion der Reinheit gekommen, auch der körperlichen Reinheit. Salawatu Rabbi wa salamu alayhi. Das ist etwas Besonderes, subhanallah, worauf wir stolz sein können. Was wir auch immer wieder hervorheben sollten. Weil das in einer Kultur geschah und an einem Ort geschah, wo Wassermangel herrschte. Auf der arabischen Halbinsel, man müsste eigentlich denken, es müsste genau umgekehrt sein. Dort müsste man sehr sparsam mit Wasser umgehen. Und trotzdem hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam uns diese ganzen Reinheitsregeln aufgezeigt. Das ist das Erste, was wir daraus entnehmen können. Das Zweite, was wir daraus entnehmen können, ist, unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hatte genauso Probleme gehabt wie jeder andere Mensch. Nur weil er ein Prophet war, heißt es nicht, dass er nicht auch eher Probleme haben konnte. Nur weil er ein Prophet war, heißt es nicht, dass seine Ehefrauen Prophetinnen waren. Das sind eigentlich normale Frauen gewesen, die eifersüchtig waren, die sich auch manchmal zusammengetan haben, um, sag ich mal, einer Dritten zu schaden. Also etwas ganz Natürliches. Etwas ganz Natürliches, subhanallah. Und deswegen ist er auch das Vorbild überhaupt. Hätte er diese Probleme nicht gehabt, dann könnte man sagen, ja, oh Gesandter Allah, du hast Engel geheiratet. Aber nein, er hat ganz normale Frauen geheiratet. Wir sind auch fehlerhaft. Die Frauen sind fehlerhaft. Wir sind keine Propheten. Wir sind alle keine Propheten, subhanallah. Und unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er ist dieses absolute Vorbild, weil er uns beigebracht hat, wie man auch in seiner Ehe mit seiner Frau, die nicht vollkommen ist, als Mann umgehen sollte.
Salawat Rabbi wa Salamu alayhi. Und wir wissen, unser Prophet sallallahu alayhi wa sallam, er war nicht nur mit einer Frau verheiratet, sondern mit mehreren. Er hatte 11 gleichzeitig gehabt, subhanallah, sallallahu alayhi wa sallam. Ja, 9 gleichzeitig gehabt, sallallahu alayhi wa sallam. Aber er war trotzdem in jeder Hinsicht ein Vorbild gewesen im Umgang mit seinen Frauen. Und hier sieht man, wie emotional der Prophet sallallahu alayhi wa sallam reagierte, als er das hörte. Erstens, er glaubte seinen Frauen. Er hat das nicht in Frage gestellt. Sallallahu alaihi. Was nochmal zeigt, dass er eine reine Seele hatte. Salawat Rabbi wa sallam alaihi. Zweitens, unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er schämte sich. Er schämte sich, dass er diesen Geruch hat gegenüber seiner Frau und dass er in der Gegenwart seiner Ehefrau keinen guten Geruch hat. Und ihr, ganz wichtig für unsere Brüder, die verheiratet sind oder die noch heiraten wollen, inshallah ta'ala. Ja, deine Frau liebt das von dir, was du von ihr liebst. Ganz wichtig. Eine Frau liebt das von dir, was du von ihr liebst. Das heißt, wenn du dann, weiß ich nicht, nach Hause kommst nach einem Arbeitstag oder weiß ich nicht was und dann dich, weiß ich, mit Schweißgeruch und keine Ahnung, da einfach hinsetzt und nicht wäschst und so ins Bett gehst, dann sei dir sicher, das findet deine Frau genauso wenig schön, wie du es schön finden würdest, wenn sie so riechen würde. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat auf solche Dinge, auf solche Etiketten, ja, großen Wert gelegt. Und er wollte, dass man von ihm nur Gutes riecht, sallallahu alaihi wa sallam. Ihr müsst euch vorstellen, unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat keinen Knoblauch gegessen, keine Zwiebeln gegessen, nur damit man von ihm keinen schlechten Geruch nimmt. Subhanallah. Was für ein Mensch, was für ein Vorbild. Salawat Rabbi wa salamu alayhi. Und ebenfalls lernen wir daraus, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam nur ein Mensch gewesen ist, der nicht alles wusste. Er wusste nur das, was Allah Ta'ala ihm offenbart hat, nicht mehr und nicht weniger. Er hat nie behauptet, das Verborgene zu kennen. Und deswegen hat der Prophet auch gesagt, zu Leuten, die zu ihm kamen, um sich beispielsweise zu beschweren bei einer anderen Person. Oder damit der Prophet sallallahu alaihi wa sallam zwischen ihnen richten soll, sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, es kann sein, dass einer von euch besser reden kann als der andere. Aber somit sein Recht nimmt. Und ich bin nur ein Mensch. Ich kann nur nach dem Äußeren gehen. Ich bin nicht allwissend. Ich kenne nicht das Verborgene. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat dies immer wieder bestätigt, auch diese Situation. Und deswegen reagierte er sallallahu alaihi wa sallam. Und er sagte, ich werde bei Allah nie wieder Honig zu mir nehmen. Woraufhin Allah subhanahu wa ta'ala dann diese Ayat offenbart hat. Und das sollte dann später rauskommen. Wir werden das nächste Woche besprechen, inshallah ta'ala. Das ist eine Überlieferung. Und diese Überlieferung ist absolut authentisch. Es gibt eine weitere Überlieferung, auf die wir nächste Woche, inshallah ta'ala, etwas näher eingehen werden. Diese Überlieferung, sie soll sich ebenfalls nach einigen Mufassirun entweder auf diese erste Ayah und die zweite beziehen oder auf die dritte. Aber man muss davon ausgehen, dass es wahrscheinlich wirklich ein Thema ist. Also auf diese ersten Ayat aus der Surah. Und zwar besagt diese Geschichte, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, als er Nariya al-Qattiyya geschenkt bekommen hat, dass er Hafsa radiallahu anha, seine Ehefrau, zu ihrem Vater geschickt haben soll und dann sich Nariya al-Qattiyya dann im Gemach von Hafsa genährt haben soll und Hafsa dann nach Hause kam und den Propheten sallallahu alaihi wa sallam mit Nariya al-Qattiyya vorfand. Woraufhin der Prophet sallallahu alaihi wa sallam dann zu ihr sagte, bitte erzähle das niemandem, ich werde bei Allah mich Maria al-Qibtiyya nie wieder nähern. Woraufhin nun Allah subhanahu wa ta'ala dies herabgesandt haben soll. Diese Überlieferung, mit der wollen wir uns nächste Woche beschäftigen. Weil es ist wichtig, weil das häufig auch immer wieder von Islamgegnern und Islamhasern verwendet wird, um das Bild des Propheten sallallahu alaihi wa sallam in Frage zu stellen. Und um Zweifel zu sehen bei den Muslimen. Aber wir werden nächste Woche inshallah ta'ala dann ausführlich auf diese Überlieferung eingehen, schauen, inwiefern ist sie authentisch oder nicht. Ja, wenn sie authentisch sein sollte, wie kann man diese Überlieferung überhaupt verstehen? Ja, das sind dann alles Dinge, die wir nächste Woche inshallah ta'ala dann in Ruhe besprechen werden, weil das nämlich ein sehr, sehr wichtiges Thema ist und als Muslim sollte man diesbezüglich auch Bescheid wissen. Kommen wir jetzt auf die erste Ayah zu sprechen, nachdem wir jetzt diesen Offenbarungsanlass gehört haben. Und zwar, Allah subhanahu wa ta'ala, er sagt jetzt,
Ya ayyuha an-nabiyyu lima tuharrimu ma ahalla Allah lak? O Prophet, warum verbietest du, was Allah dir erlaubt hat? Nämlich Honig. Ja, das kennen wir ja, den Offenbarungshintergrund. Indem du nach dem trachtest, indem du danach trachtest, die Zufriedenheit deiner Gattinnen zu erlangen. Und zwar Hafsa und Aisha radiallahu anhuma. Und Allah ist allvergebend und barmherzig. Allah ta'ala vergibt doch. Okay, tamam. Beginnen wir mit dieser Ayah, inshallah ta'ala. Zunächst als einmal, es ist sehr interessant, dass Allah ta'ala diese Sura beginnt mit den Worten Ya ayyuhan nabi, O Prophet. Mal ruft Allah subhanahu wa ta'ala den Propheten sallallahu alaihi wa sallam mit den Worten O Prophet. Und mal ruft Allah subhanahu wa ta'ala den Propheten mit den Worten O Gesandter, Ya ayyuhar Rasul oder Ya ayyuhan nabi. Taib. Was ist der Unterschied zwischen An-Nabi und zwischen Ar-Rasul? Hatten wir schon oft gehabt, aber wir müssen das auch wiederholen, damit sich diese Information festigen, inshallah ta'ala. Und was könnte auch der Unterschied hier sein? Warum verwendet Allah ta'ala hier das Wort Nabi und nicht Rasul? Ja. Ein Rasul ist ein Gesandter, der mit einer Schrift offenbart wurde, während ein Nabi jemand ist, der eine Offenbarung erhält, eine Nachricht von Allah, aber nicht eine eigene Schrift. In der Regel bestätigt er die Schrift des Rasul vor ihm. Und dementsprechend kann man was sagen? Jeder Rasul ist ein Nabi, aber nicht jeder Nabi ist ein Rasul. Ja? Jeder Rasul ist ein Nabi, aber nicht jeder Nabi ist ein Rasul. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam war beides gewesen. Er war sowohl Nabi als auch Rasul. Jetzt könnte man sich natürlich erstmal fragen, okay, warum ruft Allah subhanahu wa ta'ala den Propheten sallallahu alaihi wa sallam an dieser Stelle mit Rasul und nicht mit Nabi? Eine Möglichkeit könnte sein, das sind jetzt einfach Gedanken, weil es hier auch um eine Angelegenheit geht, die den Propheten sallallahu alaihi wa sallam und seine Ehefrau betrifft. Das heißt, es geht hier eher um eine private, interne Angelegenheit. Es geht hier nicht darum, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam irgendwas verkünden soll. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam soll kein Gebot verkünden, sondern der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er wird hier gerufen, als Prophet in seiner Vorbildfunktion ein Prophet zu sein, aber nicht um ein bestimmtes Gebot zu übermitteln, was für die Gläubigen verbindlich ist. Und interessant ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala unserem Propheten sallallahu alaihi wa sallam nie bei einfach nur seinen Namen gerufen hat. Also du findest nicht im Koran, ja Muhammad. Aber du findest im Koran, ja Adam. Du findest im Koran, ja Ibrahim. Du findest im Koran, ja Nuh. Aber du findest nicht, ja Muhammad. Die Gelehrten sagen, das ist eine Ehrung des Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam wird geehrt, dass Allah ta'ala ihn nur bei seinen Eigenschaften ruft, aber nie bei seinem Namen ruft. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er ruft also jetzt den Propheten sallallahu alaihi wa sallam mit den Worten Ya ayyuhan nabi. Und jetzt eine Frage, eine rhetorische Frage. Lima tuharrimu ma ahalla Allahu lak? Warum verbietest du dir selbst etwas, was Allah dir erlaubt hat? Und hier gibt es jetzt eine wichtige Messe, die ich als Muslim immer berücksichtigen sollte. Und zwar, als Muslim habe ich nicht das Recht, etwas zu verbieten, was Allah subhanahu wa ta'ala erlaubt hat. Und das ist mindestens genauso schlimm, wie wenn ich etwas erlaube, was Allah subhanahu wa ta'ala verboten hat, wenn nicht sogar schlimmer. Allah subhanahu wa ta'ala, was sagt er in Surat An-Nahl? Und zwar sagt Allah subhanahu wa ta'ala, ich nehme auch gleich die Übersetzung hier mit, insha'Allah ta'ala, لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبُ وَلَا تَقُولُ Surat An-Nahl, Surat Nummer 16, Vers Nummer 116. وَلَا تَقُولُ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبِ.
und sagt nicht von dem, was eure Zungen als Lüge behaupten. Das ist erlaubt und das ist verboten, um gegen Allah eine Lüge zu ersinnen. إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ. Gewiss, denjenigen, die gegen Allah eine Lüge ersinnen, wird es nicht wohl ergehen. Das ist ein sehr wichtiger Aspekt, meine lieben Geschwister. Es gibt manche Geschwister, die leichtfertig Dinge für verboten erklären, die gar nicht verboten sind. Und die Gelehrten sind sehr vorsichtig bei dieser Angelegenheit gewesen, etwas für verboten zu erklären, was nicht verboten ist. Ja, unser Prophet, sallallahu alaihi wasallam, er hatte immer Angst gehabt, über zu viele Fragen zu bekommen, sodass dadurch dann Dinge verboten werden können, die eigentlich nicht verboten sind. Oder Dinge zu einer Pflicht werden können, die eigentlich gar keine Pflicht sind. Beispiele. Bezüglich des Tarawih-Gebetes. Der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, er hat im Ramadan in der Moschee gebetet. Am ersten Tag haben sich ihm einige angeschlossen. Am zweiten Tag war die Hälfte der Moschee voll. Am dritten Tag war die Moschee komplett voll. Am vierten Tag kam der Prophet nicht hinaus, sallallahu alaihi wasallam, und betete zu Hause. Und er sagte dann am nächsten Tag zu den Sahaba, ich bin nicht rausgekommen, weil ich Angst hatte, dass es zur Pflicht werden könnte. Das heißt, der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, er wollte seiner Umme keine Bürde auferlegen. Der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُكُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ وُضُوء. Würde ich es meiner Umme nicht zu schwer machen, würde ich ihnen befehlen, bei jedem Wudu die Zähne zu putzen. In einer anderen Riwaya, bei jedem Gebet die Zähne zu putzen. Er hatte aber Angst. Er wollte das nicht. Ebenfalls wollte der Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht, dass die Leute zu viele Fragen stellen, sodass es dann plötzlich verboten wird oder eingeengt wird. Es ist also eine der Ziele der Scharia, die Dinge nicht einzuschränken, sondern so gut es geht offen zu lassen, außer die Dinge, die eindeutig verboten sind. Und deswegen achte darauf, meine liebe Schwester, mein lieber Bruder, achte darauf, dass du niemals etwas für verboten erklärst, was verboten und was nicht verboten ist. Und dass du auch immer darauf Acht gibst, dass wenn es Meinungsverschiedenheiten gibt, dass du das aufzeigst. Es gibt hier Meinungsverschiedenheiten. Warum? Weil du sonst vielleicht für Menschen die Religion erschweren könntest, obwohl die Religion eigentlich gar nicht so schwer ist. Und ich merke das, dass diese Einstellung bei vielen Muslimen heutzutage sehr stark verbreitet ist. Gleich bei jeder Sache, ja, ist haram. Du hast da unterschiedliche Auffassungen unter den Gelder, ja, ist haram, ist haram, ist haram. Warum? Und dann, wenn du sagst, ja, aber man darf das nicht einfach so als Haram bezeichnen, ja, du bist ja nur ein Euro-Muslim, kommt dann so ein Argument, ja. Ja, kommen wir nicht hier mit diesen Euro-Imamen. Was hat das damit zu tun? Es geht darum, dass wir versuchen, unsere Religion richtig zu praktizieren und nicht Dinge für verboten zu erklären, die vielleicht gar nicht verboten sind. Man muss aufpassen bei solchen Dingen. Und wie oft habe ich von Dingen gehört, dass sie verboten sind, obwohl sie überhaupt nicht verboten sind? Und Allah subhanahu wa ta'ala, er spricht jetzt, wie gesagt, zu unserem Propheten sallallahu alaihi wasallam und er sagt zu ihm, warum verbietest du dir etwas, was Allah subhanahu wa ta'ala dir überhaupt nicht verboten hat? Lima tuharrimu ma halallahu lak, was Allah subhanahu wa ta'ala erlaubt hat. Allah subhanahu wa ta'ala, er hat dir den Honig erlaubt, warum verbietest du dir also den Honig? Und dann fügt Allah subhanahu wa ta'ala hinzu, tabtari marudata azwajik, du strebst danach, deine Frauen zufriedenzustellen. Gut. Deine Gattinnen zufriedenzustellen. Die Zufriedenheit deiner Gattinnen zu erlangen. Erst einmal ist hier etwas Interessantes. Allah Ta'ala, was sagt er? Diejenigen, die Arabisch verstehen, die werden jetzt den Unterschied merken. Sagt Allah Ta'ala, tabtari mardata zawjatik. Oder sagt er, tabtari mardata azwajik. Azwajik. Normalerweise würde ich, was benutzen heutzutage, wenn ich von meinen Frauen spreche? Zawjat. Ich würde diesen Plural benutzen. Aber interessant ist, dass Allah Ta'ala Azwaj benutzt. Und Azwaj ist derselbe Plural wie Ehemänner. Das heißt, Al-Azwaj wäre auch der Plural für Ehemänner. Und das ist etwas sehr Interessantes, dass Allah Subhanahu wa Ta'ala hier den Begriff Azwaj benutzt, um uns aufzuzeigen, dass er eigentlich
Mann und Frau beide als Zawj bezeichnet werden, als Zawjain, und beide eigentlich sich gegenseitig ergänzen und beide eigentlich dieselbe Stufe haben, auch wenn es unterschiedliche Aufgaben für Mann und Frau gibt. Sehr, sehr interessant. Und jetzt fügt Allah hinzu, du trachtest nach der Zufriedenheit deiner Gattinnen. Ist das jetzt etwas Negatives? Wird Allah damit sagen, dass es falsch ist, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam seine Frau zufriedenstellen wird? Nein, darum geht es überhaupt nicht. Es ist sogar eher etwas Positives. Allah subhanahu wa ta'ala erprangert nur an, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hier einen Fehler macht. Das heißt, was lernen wir daraus? Dass ich niemals einen Menschen zufriedenstellen darf oder nach der Zufriedenheit eines Menschen streben darf, indem ich gegenüber Allah ungehorsam bin. Ganz wichtig. Ganz wichtig. Dass ich meine Frau als Ehemann zufriedenstelle, ist eine gute Tat. Der Prophet Sallallahu alaihi wa sallam sagte, der Beste von euch ist der, der am besten zu seiner Familie ist. Das ist der Beste. Und ich bin der Beste zu meiner Familie. Sein Verhalten Sallallahu alaihi wa sallam gegenüber seiner Frau deutet darauf hin. Aber was nicht da geht, ist was, dass ich um meine Frau oder meinen Mann umgekehrt, das gilt für beide, zufriedenzustellen oder irgendeine andere Person auf dieser Welt, dafür eine Grenze Allahs überschreite. Und deswegen gibt es diese allgemeine Regel. La ta'ata li makhluq fi ma'asriyati al-khaliq. Kein Gehorsam gegenüber einem Geschöpf im Ungehorsam gegenüber dem Schöpfer. Merkt euch diese Regel. Allah Ta'ala, er bestätigt diese Regel in einem anderen Kontext. Und zwar im Kontext unserer Beziehung zu unseren Eltern. Allah Ta'ala, er sagt, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ لِوَالِدَيْهِ حُسْنًا. Und wir haben den Menschen ans Herz gelegt und von ihm verlangt, dass er gegenüber seinen Eltern gut sein soll, gütig sein soll. Und wie geht es jetzt weiter? وَإِنْ جَاهَدَكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. Schau mal, ich soll gütig sein, ich soll gut sein, bis zu einer bestimmten Grenze. Nämlich, wenn sie sich anstrengen, um dich zu etwas zu bringen, dazu zu bringen, mir etwas beizugesellen, worüber du kein Wissen hast, also Schirk zu Beginn, dann gehorche ich ihnen nicht. Aber, وَصَحِبَهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا, begleite sie in dieser Dunya im Guten. Sehr wichtig. Und das muss ich lernen. Es gibt manche Ehemänner, damit sie ihre Frauen zufriedenstellen, finanziell sind sie bereit, bestimmte Grenzen zu überschreiten, indem sie nämlich anfangen, nach Geld zu streben, auf Haram-Weise, nur damit sie mehr verdienen. Und hier muss man ganz klar sagen, nein, das darf ich nicht, das geht nicht. Ich muss die Grenzen Allah subhanahu wa ta'ala einhalten. Ich kann nicht etwas tun, was Allah subhanahu wa ta'ala Zorn erregt, nur damit ich, sage ich mal, auf schnelle Weise mehr Geld verdienen. Das darf ich nicht. Oder umgekehrt, die Frau versucht, ihren Mann auf eine Weise zufriedenzustellen, die Allah subhanahu wa ta'ala verboten hat. Wie auch immer, egal wie. Ja, ich muss als Muslim immer die Grenzen Allahs wahren. Ich darf sie nicht überschreiten. Und schon gar nicht, um irgendein Geschöpf Allahs zufriedenzustellen. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, Wallahu ghafur rahim, aber Allah ist allvergebend, barmherzig. Und Allah wusste, dass der Prophet das nicht mit einer schlechten Absicht gemacht hat und das nicht getan hat, um irgendwie etwas zu verbieten, was Allah subhanahu wa ta'ala für ihn erlaubt hat, sondern das nur gemacht hat als Reaktion darauf, dass seine Frauen ihm gesagt haben, dass er Mundgeruch habe aufgrund dessen, weil er diesen Honig konsumiert und zu sich nimmt. Das ist die erste Ayah. Die erste Ayah, mit der Allah subhanahu wa ta'ala diese schöne Sura dann auch eröffnet. Kommen wir jetzt insha'Allah ta'ala zur zweiten Ayah, mit der wir heute auch abschließen werden. Allah subhanahu wa ta'ala, er sagt, قَدَ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ. Allah subhanahu wa ta'ala, er sagt, Allah hat ja für euch festgelegt, womit eure Eide zu lösen sind. Und Allah ist euer Schutzherr und er ist der Allwissende und Allweise. Es geht jetzt um den Mufassirun und den Koran-Exegeten, meines Verschiedenheiten, ob der Prophet sallallahu alaihi wasallam hier auch wirklich jetzt den Eid, den er sozusagen dann auch festgelegt hat für sich, ob er dafür dann eine Kafara gezahlt hat oder eine Kafara geleistet, eine Sühne geleistet hat
oder nicht. Aber zunächst einmal ist es wichtig, dass wir wissen, dass Allah subhanahu wa ta'ala dies zur Pflicht gemacht hat für einen Muslim, der einen Schwur gemacht hat, aber diesen Schwur nicht einhalten konnte. Was ist aber jetzt ganz konkret der oder die Sühne für einen Schwur? Was muss ich machen als Muslim, wenn ich geschworen habe oder einen Eid festgelegt habe und mich daran nicht gehalten habe? Was muss ich machen? Was ist jetzt die Sühne dafür? Drei Tage Fasten. Ist das so? Nein. Das ist das, was viele Menschen glauben. Und zwar, die Sühne ist eine andere. Die drei Tage Fasten sind nur eine Ersatzleistung. Was ist aber die eigentliche Sühne? Was ist die Frage? Allah subhanahu wa ta'ala, er sagt, لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ. Allah ta'ala, er belangt euch nicht für einen sozusagen Lahu, für einen sozusagen unbedachten Schwur. وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمُ الْأَيْمَانِ. Sondern er belangt euch für das, was ihr wirklich beabsichtigt habt, bei euren sozusagen Schwüren. فَكَفَّارَتُهُ. Was ist jetzt die Kaffar, die Sühne? Surat Al-Ma'idah. فَكَفَّارَتُهُ, die Sühne ist إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِكُمْ. Die Sühne ist, dass ihr 10 Arme speist von dem Mittelwert, womit ihr eure Familie speisen würdet. أَوْ كِسْوَتُهُمْ, oder ihre Bekleidung, das mittlere sozusagen an Bekleidung. أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ, oder dass ihr einen Sklaven befreit. Das ist die Sühne. Viele denken, ich kann einfach 3 Tage fasten. Nein, das geht nicht. Ich muss entweder 10 Arme speisen oder ich muss 10 Arme bekleiden oder ich muss einen Sklaven befreien. Sklaven gibt es nicht mehr heute, also bleiben nur noch 2 Sachen übrig. Entweder 10 Arme speisen oder 10 Arme bekleiden. Von dem Mittelwert, womit ich mich selbst bekleide oder von dem ich selbst esse. Also heute, wenn ich schaue, okay, wie viel Essig sozusagen, wie viel gebe ich aus für eine Mahlzeit für mich selbst, kann ich sagen, okay, sagen wir mal ungefähr 8 bis 10 Euro. Ähnlich wie die Fidye für das Fasten. Ähnlich wie die Fidye für das Fasten. Gibt es auch unterschiedliche Berechnungen. Aber durch die Inflation ist alles teurer geworden. Also ich muss mindestens von 7 bis 10 Euro ausgehen. Mindestens. Zwischen 7 und 10 Euro. Das heißt, damit ich dann diesen Schwur sühne, an den ich mich nicht gehalten habe, muss ich 10 Arme speisen. Also ich spende dann ungefähr 100 Euro oder 70 Euro mindestens. Und das muss wirklich für die Speisung von Armen benutzt werden. Wenn ich 10 Arme kleide, dann wird es sogar noch ein bisschen teurer. Ja, das ist dann eine höhere Stufe. Das heißt, ich kann ganz klein anfangen mit Speisen. Wenn ich ein bisschen mehr habe, dann ist es natürlich besser. Wenn es zum Beispiel ein Schwur ist, wo ich wirklich krass geschworen habe und dann hat sich herausgestellt, das ist ein Fehler gewesen, dann ist es vielleicht sogar besser, 10 Arme zu kleiden. Dass ich dann weiß, ich nicht gucke, dass ich dann 300-400 Euro zahle. Und das, was noch besser wäre, wäre was? Dass ich einen Sklaven befreie. Das wären dann ein paar tausend Euro. Ja? Und wenn ich das nicht kann, فَمَنْ لَمْ يَجِدْ, wer das nicht hat, فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ, der muss 3 Tage fasten. Und du kannst nicht einfach 3 Tage fasten, mein lieber Bruder und meine liebe Schwester, wenn du die Möglichkeit hast, 10 Arme zu speisen. Tamam? Ist das verständlich? Ja, lass uns das merken, weil viele denken das. Viele Muslime denken, ich kann einfach 3 Tage fasten. Nein, du kannst erst dann 3 Tage fasten, wenn du nicht eine dieser 3 Sachen tun kannst. Okay. Und wie gesagt, die Gelehrten sind sich uneinig darüber, ob der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam jetzt hier überhaupt einen Eid geschworen hat oder nicht, oder ob er es einfach nur so gesagt hat. Und deswegen sind sie sich auch uneinig darüber, ob sozusagen der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hier dann die Sühne geleistet hat oder nicht. Aber das soll uns nicht näher beschäftigen. Allah subhanahu wa ta'ala, er sagt dann daraufhin in dieser Ayah, Wallahu maulakum. Achso, vielleicht noch bevor wir darauf zu sprechen kommen, ganz wichtig. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er sagt, wenn jemand von euch ein Gelübde abgegeben hat und dann aber merkt, okay, das ist eigentlich nicht gut, was ich da auf mich selbst genommen habe, eine andere Sache wäre besser, dann ist es eine Sünde für ihn, hierfür dann eine Kafara zu leisten, also diese Sühne, und dann das zu machen, was besser ist. Als Beispiel.
Ich habe, weiß ich nicht, geschworen, ich werde nie wieder werde ich mit meiner Schwester sprechen. Hoch und heilig habe ich das geschworen. Wallahi, ich werde mit ihr nie wieder reden. Die hat mich so ungerecht behandelt und die ist eine so schlimme Schwester. Und jetzt nach ein paar Tagen legt sich das wieder. Ich habe geschworen. Was ist jetzt besser, dass ich einmal einen Schwur festhalte oder dass ich mit meiner Schwester wieder spreche? Was ist besser? Sicher? Ja, richtig, natürlich, das ist logisch, ja, mit deiner Schwester zu sprechen. Aber was muss ich dann machen? Ich muss diese Kafara machen, weil ich das geschworen habe. Tamam? Also nicht sozusagen einfach an einer Sache festhalten, weil ich geschworen habe, dann ist es besser, was zu tun, das kleinere Übel zu machen, indem ich nämlich dann eine Kafara leiste und somit meinen Schwur wieder halal mache. Meinen Schwur, das wäre auch Tahillata, meine von Tahlil. Ja, ich mache es wieder halal, sozusagen. Wallahu maulakum, Allah ist euer Schutz, Allah bewahrt euch, Allah beschützt euch. Wa huwa al-alim und hakim, und er ist der Allwissende, der Allweise. Er weiß ganz genau, was vorgefallen ist mit dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam, und er ist der Allweise. Er weiß auch ganz genau, warum dies geschehen ist, nämlich damit wir auch daraus etwas lernen. Bis hierhin, inshallah ta'ala, heute, nächste Woche, bi'iznallahi azza wa jal, beschäftigen wir uns dann mit den nächsten Ayat. Wir werden wahrscheinlich 3 Einheiten für Surat al-Tahrim haben, wo wir uns dann auch mit dieser umstrittenen Überlieferung beschäftigen werden von Hafsa und wie heißt sie, Maria al-Qibtiyya, insha'Allah ta'ala. Und genau, und dann auch weitergehen werden in dieser Surah. Subhanallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa natubu ilayk, bismillahir rahmanir rahim, wal 'asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.